Heute ist das 10. Tierkreiszeichen der Hahn vom chinesischen Horoskop dran. Der Hahn hat zwei gegensätzliche Wesenszüge: Fleiß und die Bodenständigkeit. Er geht täglich seinen Pflichten nach und am Abend glänzt er extrovertiert. Stolz und attraktiv fesselt er gebildet seine Mitmenschen. Schnell bringt er sich in der Runde in den Mittelpunkt. Witzig und mit Stil gewinnt er die Menschen um sich herum. Er hat aber auch eine gefährliche Seite: seine Abhängigkeit vom Respekt anderer. Er genießt seine Dominanz. Dadurch kommt es schnell zu Machtkämpfen. Das zeigt sich darin, wenn man ihm seinen Platz streitig machen will. Zur Liebe. Grundsätzlich ist der Hahn ein zärtlicher und liebevoller Partner. Trotz seiner Anziehungskraft sucht er nicht das schnelle Abenteuer. Vielmehr genießt er die Sicherheit und den Halt in einer Beziehung. Konservativ steht er zu den Fundamenten der Ehe und Familie. Mit großer Zuneigung und Lob läuft er zur Höchstform auf. Allerdings neigt er dazu, sich zu sehr an seinem Partner zu fixieren. Durch beruflichen Druck und emotionaler Aufruhr müssen die Hahngeborenen die nötige Ruhe finden, um romantische Stunden genießen zu können. Dabei sollten sie aufpassen, dass sie nicht die falschen Entscheidungen treffen. Sein Wahlspruch muss lauten: Wahre Liebe kann alles überwinden. Nun Karriere und Beruf. Hier glänzt der Hahn mit Fleiß und Verlässlichkeit. Mit Perfektion geht er seiner Arbeit nach. Er besitzt ein großes Rednertalent, was er zu seinem Beruf machen kann. Ehrlich und kritisch tut er seine Meinung kund, muss aber auf die Wahl seiner Worte achten. Ehrlich gesagt, diplomatische Berufe sind nicht so sehr für ihn geeignet. 2018 muss der Hahngeborene sehr fleißig sein, weil das Glück und Fortuna nicht unbedingt an seiner Seite weilen. Allerdings können sie bei ihrem Vorgesetzten als Führungskraft mit Kreativität im gerechten Maße Beachtung finden. Um respektive Einkünfte zu erreichen, muss er allerdings einiges tun. Ohne Fleiß kein Preis. Seine Ziele sollte er nicht zu hoch setzen. Die Gesundheit. 2018 muss der Hahn unbedingt sehr auf seine Gesundheit achten. Er muss aufpassen, wenn er nach draußen geht, dass er nicht leichtsinnig in Gefahrensituationen gerät. Denn die Gefahren, die liegen auf der Straße. Beachte die Verkehrsregeln beim Autofahren. Zurzeit ist der Hahn missmutig und faul. Er muss sich doppelt motivieren. Daher sollte er mehr auf seine Familie zugehen und sich auf seine Freunde besinnen. Hier bekommst du die Motivation, die er wirklich braucht. Spende dir selbst ein wenig Glück. Du bist es wert. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Hund. Bis dahin herzlichst, eure Dirja.